Hallo zusammen, heute werden wir einen Pizzateig zubereiten. Die Zubereitungszeit des Rezepts beträgt 10 Minuten, zuzüglich der Gehzeit. Die Zutaten findet ihr in der Beschreibung unten. Fangen wir mit dem Rezept an. Beginnen wir das Rezept, indem wir das Wasser in den Mixtopf geben. Dazu geben wir Frischhefe und den Zucker. Wir schließen den Deckel und geben den Messbecher drauf. Wir stellen im Thermomix ein 2 Minuten 37 Grad auf Stufe 3. Nun fügen wir das Mehl hinzu. Dann fügen wir den Grieß hinzu. Dann kommt das Salz hinzu und das Öl. Wir schließen den Mixtopf. Wir stellen 5 Minuten ein und kneten. In der Zwischenzeit benutzen wir eine Schüssel und schmieren sie mit Öl ein. Wir verarbeiten den Teig zu einem Brotlaib. Wir geben den Teig in die Schüssel. Wir decken es mit Frischhaltefolie ab und lassen es mindestens 2 Stunden gehen. So sieht der gegangene Teig schon mal aus. Jetzt können wir es auf einem Nudelbrett ausbreiten und eine Pizza formen. Den Teig könnt ihr mit Salami, Tomaten, Käse, Thunfisch, was ihr möchtet, belegen. Das war mal ein Pizzateig. Ich sage danke, bis zum nächsten Mal und bis zum nächsten Rezept. Euer Marius. Ciao, ciao.